Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Leroy Jenkins. Nein, Hearthstone. Let's play Hearthstone. Ich bin zur Pyron RP und wir haben gerade auf den Sack gekriegt. Schon wieder. Ja, erstes Mal gegen ein krasses Murloc-Deck gespielt, was ganz cool war. Der hat wieder. Nee, nicht. Das sind wieder so. Er hat wieder zwei Legendaries gehabt, die übelst wenig kosten. So möchte ich auch gerne haben. Oder zumindest den Charmy Legendary. Das ist ganz cool. Aber dafür brauchst du halt extrem viel Staub. 3200 oder so. Oder 1600. Ich weiß es nicht mehr. Hand begin. For Doomhammer. Aha. Du und du, ihr geht beide raus. Was bekommen wir? 2 und 5. Aha. Könnte besser sein. Viktor Vrede. Still chosen. Greetings, friend. Alle sehr unfreundlich. Keine höfliche Begrüßung. Hey, ich darf. I hope you like my invention. Oh, die schon wieder. Haben wir die nicht gerade erst weggeworfen? Ah, was haben wir da? Okay. Ah, komme ich mit klar. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, in dem Spiel ist es echt vorteilhaft, wenn du mehr Viecher als der Gegner auf dem Feld hast. Es ist egal, ob die jetzt stärker sind als seine, aber allgemein so mehr Viecher als der auf dem Feld und du hast schon einen krassen Vorteil, weil... Selbst wenn es alles nur Einser-Viecher sind, sagen wir, du hast jetzt 6 Einser-Viecher hier rumfliegen und der hat nur 2 Dreier-Viecher oder so. Oder sagen wir 3 Dreier-Viecher. Der braucht trotzdem 2 Runden, um alle zu killen. Und das sind wieder 2 Runden, die du gewinnst, weißt du? Die du Zeit hast. Natürlich davon mal abgesehen, dass er einfach direkt angreifen könnte, je nachdem, ob du Taunt-Viecher hast oder nicht. Aber ihr versteht wahrscheinlich das Prinzip. Also den Sinn, den ich meine, ne? Den Scheiß da. Na, mal schauen. Lass dir Zeit, Digga. Bei denen. Was ist los mit dem? Ist er wieder AFK oder? Oh, der. Die 2 Damage. Okay. Hat ja nicht lange gedauert. Ja, wir froggen den noch nicht. Lohnt sich noch nicht. Wir können erstmal Wölfchen rufen. Und zu beenden. Ja. Ah, ich liebe meine goldenen Wölfe. Hat zwar 800 Staub gekostet, die zu machen, aber hat sich gelohnt. Das sind extremst awesome. Ah, wirk. Hasskarte. Ja, jetzt kriegt er für jedes Vieh. Ja. Oh, kein Ding. Machen wir gleich Hex und dann ist. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass deine Karte länger als diese Runde überlebt. Ich meine, für was hältst du mich? Oh, jetzt braucht er schon wieder so lange. Alter Vater, ey. Kann er nicht einfach seinen Zug beenden? Mann, ey. Ja. Yeah. Selbst wenn er jetzt noch eine davon hat, haben wir ja unser Silence-Vieh ganz unten rechts. Oh, er hat Charge. Super.
Krieg schon wieder 5 Damage. Na, doch nicht. Cool. Your other bees have charge. Finde ich nicht so geil. Nee, nee, die behalten wir. Sicher ist sicher. Nice. So, damit er mir nicht auf den Sack geht. Also bei dem Town verpassen. Leroy Jenkins. Nächste Runde haben wir 7. Können wir unser Silence Vieh spielen und unsere Karten ziehen, Totem. Mana Tide Totem ist das, glaube ich, ne? Ja, und Spellbreaker. Okay. Das können wir aber nicht auf den machen, der ist immun gegen alles, ne? Can't be attacked or targeted. Ach ja, der hat ja Charge von dem scheiß Vieh bekommen. Oh, Jörg. Ja, das ist doch mal eine schöne Karte. Das Problem ist... Ah, komm. So. Nächste Runde haben wir dann 5. Bitte sag mir, der opfert die 3. Ach, fuck you, ey. Ich hasse die Karte. Ach ja. Es muss ja nur eine opfern. Nervig. Oh, das läuft nicht. Keine Ahnung, das läuft gerade gar nicht, ey. Ja, denke ich mir auch. Let the dogs out. Jetzt hat er auch noch 5 Attack, ey. Boah. Ja. Das sieht nicht gut aus, ey. Das wären 5, das wären 9, das wären 11. Das hätte ich verloren. Das heißt, ich muss einen froggen. Am besten den 5er froggen. Oder den rechten silenzen. Ja, den 5er froggen, denke ich. Und Count viel bekommen, das ist so okay. Nächste Runde und nix hier rufen? Vielleicht. Ja. Verloren. Well played. Nee, läuft nicht, Alter. Ich lasse das auch. Das war's erstmal mit der Aufnahmesession. Das läuft heute gar nicht irgendwie. Jetzt bin ich auch wieder Rang 16, Alter. Boah, kurz, kurz. Rang 16, ey. Mann, Mann, Mann. Egal, kriegen wir wieder hin. Muss ich halt privat wieder hochzocken oder so. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, sorry, dass ich so scheiße gerade spiele. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao.